Hallo und willkommen bei Schiff und Kreuzfahrten. Ja, heute ist es rausgekommen, TUI Cruises hat den Namen der alten Mein Schiff 2 verkündet. Und wie soll es anders sein? Es ist natürlich nichts, was man sich hätte vorstellen können. Das Schiff heißt Mein Schiff Herz. Ja, sie schreiben es zum einen aus Mein Schiff Herz, zum anderen wird es auf der Webseite mit Mein Schiff und dem Herzsymbol dargestellt. Ja, finde ich genauso interessant wie die komplette Namensgebung der Flotte, aber es ist natürlich am Ende des Tages vollkommen konsequent, dass man ja irgendwas mit Mein Schiff und dahinter irgendwas anderem gemacht hat. Classic, Classic, was auch immer. Jetzt ist es Mein Schiff Herz geworden. Ja, und jetzt gibt es nicht nur den neuen Namen, sondern auch die neuen Reisen. Die sind buchbar. Mittelmeer mit Andalusien gibt es zum Buchen. Mittelmeer mit Kanaren 3, Mittelmeer mit Andalusien. Eine zweite Version davon, Mallorca bis Malta 1 und 2, 3 auch noch. Dann haben wir Mittelmeer mit Italien, das ist eine Route, die den ganzen Sommer gefahren wird. Dann haben wir Mittelmeer mit Italien und Griechenland, das ist eine Kombination aus den beiden Routen, die geht dann 14 Nächte. Demnach könnt ihr auch Mittelmeer mit Griechenland einzeln buchen. Das ist die zweite Reise, die konsequent über den Sommer gefahren wird. Ja, ich habe mir das noch gar nicht angeschaut, wenn ich ehrlich bin. Ich klicke da jetzt drauf und dann schauen wir uns gemeinsam die Route an. Die Griechenland-Route, die gefällt mir, denke ich, sicherlich ganz gut, weil ich mag Griechenland. Griechische Insel finde ich gut. Wir starten in Valletta, dann mit einem Seetag geht es nach Heraklion, Kreta, Santorin, sehr schöne Route. Piräus, Athen, Seetag, Catania, Sizilien und Valletta. Ja, auf jeden Fall finde ich Santorini extrem geil. Lohnt sich absolut dahin zu gehen. Heraklion ist auch ganz nett. Kreta, gut, Valletta mit Griechenland sind jetzt drei, Piräus ist auch noch dabei, sind drei griechische Stops. Finde ich cool, kann man machen, definitiv. Allerdings fehlt mir hier das große Besondere. Da ist nichts dabei, was ich nicht auch hätte schon vorher im Massenmarkt ansteuern können. Wir gehen zurück zu Mittelmeer mit Italien. Da schauen wir uns auch einmal die Route an, wie das dort aussieht. Die habe ich nämlich auch noch nicht gesehen. Wir haben ja nur die Routennamen gehabt zuletzt. Jetzt schauen wir uns auch die Route an. Mittelmeer mit Italien 1 heißt das Ganze. So, was macht das schief? Es startet Valletta, ist klar. Seetag, Ajaccio, Korsika, naja, kennt man, war mal schon ein paar Mal. Porto Torres, Sardinien, ist für mich komplett neu. Ich möchte mich nicht drauf festlegen, aber das habe ich noch nirgendwo gehört, gelesen. Könnte ein neuer Hafen sein. Civitavecchia, naja gut, das hat jetzt mit neu nichts zu tun. Neapel ist auch nichts Neues. Seetag ist auch nicht neu und Valletta auch nicht. Gut, was haben wir hier also Neues auf dieser besonderen Mittelmeerroute? Porto Torres. Hier steht, Porto Torres ist nicht nur wegen seiner Bedeutung als Hafenstadt ein Ausflug wert. Besuchen Sie die imposante Basilika di San Giovino, die älteste und größte romanische Kirche Sardiniens. Die Insel Asinara gleich gegenüber der Stadt lädt Sie zum Wandern in unberührter Natur ein. Wenn Sie auf den Geschmack regionaler Küche kommen möchten, sind Sie hier bestens aufgehoben. Probieren Sie die köstlichen Langusten aus Alghero, dazu ein sardischer Wein und der Genuss ist perfekt. Verzeiht mir, ich nehme Medikamente, ich kann nicht so gut reden und nicht so gut lesen. So, ja, also Mittelmeer mit Italien 1, in meinen Augen total uninteressant, nichts Geiles dabei. Mittelmeer mit Griechenland extrem geil, mit Santorini, das würde ich auf jeden Fall ausprobieren wollen. Und da muss ich auch auf jeden Fall nochmal in Santorini waschen, zwei, dreimal, eine super geile Insel, die macht einfach unfassbar viel Spaß. Wer also jetzt sagt, ja, ich möchte mit Mein Schiff Herz fahren, ja, dem lege ich die Griechenland-Route ans Herz. Finde ich persönlich extrem geil. Ich kenne ganz viele Menschen, die Griechenland auch super gut fanden. Und ja, Mittelmeer mit Italien halte ich jetzt für obsolet. Muss man nicht machen, kann man natürlich tun. Aber wenn es denn die Mein Schiff Herz werden sollte für mich, dann definitiv die Griechenland-Route. So, ihr habt jetzt den Namen, ihr habt die Routen dazu. Ich sage Dankeschön und bis zum nächsten Mal. Macht's gut, tschüss, ciao und auf Wiedersehen.